Dieser Mann ist gerade dabei, sich draußen zu erleichtern, als er unerwartet auf eine persische Katze trifft. Er hebt sie auf und spielt mit ihr, doch im nächsten Moment starrt ihn ein wilder Löwe mit hungrigen Augen an. Der Mann erschreckt sich, als er realisiert, dass das kleine Tier in seinen Händen keine Katze ist. Als er sieht, wie die Löwenmutter mit bedrohlichen Schritten näher kommt, versucht er sie zu beruhigen. Der Mann rennt so schnell er kann. Er erreicht den Gipfel des Berges und rutscht hinunter mit der Absicht, den Löwen abzuschütteln. Inzwischen haben ihn seine Freunde bemerkt und feuern ihn an. Als er unten ankommt, ist er froh, dass er den Löwen endlich losgeworden ist. Der Mann und das Tier beginnen, sich herumzuwälzen. Obwohl der Mann hart auf den Boden aufprallt, richtet er sich schnell wieder auf und schaut dem Löwen tief in die Augen. Dann greift er schnell zu seiner Sonnencreme, aber die Löwin springt furchtlos auf ihn. Mit etwas Glück schafft es der Mann, dem Löwen ein Beruhigungsmittel zu spritzen. Als der Löwe hin und her taumelt, kommen seine Freunde an und feiern den Mann als Big Dog. Ich bin der Big Dog!